Ich stehe hier mit Emanuel Ruben von Campbell Lutyens, einem Sekundärmarktberater, gerade im Bereich von privaten Fondsanteilen. Und wir hatten gerade ein ganz interessantes Panel zum Thema der aktuellen Entwicklung im Bereich der Sekundärmarkttransaktionen für Fondsanteile. Was war aus Ihrer Sicht so die große Neuerung in den letzten Jahren in diesem Bereich? Ja, unser Markt wächst extrem im Moment und es ist wirklich getrieben davon, dass Private Equity Manager dieser Tage den Sekundärmarkt benutzen können, um Liquidität zu erzeugen. Und das bedeutet, dass der Markt in den letzten 3 Jahren um 66% in diesem Segment wachsen konnte. Und wie sieht so eine Transaktion aus? Was sind da die Treiber für den General Partner, das selbst in die Hand zu nehmen? Es geht normalerweise um Liquidität zu erzeugen. Es kann optionale Liquidität sein. Soll heißen, man kann für die LPs ein Angebot machen, dass sie Liquidität früher bekommen könnten, als sie vielleicht natürlich aus dem Fonds kommen könnte. Oder es kann auch oftmals darum gehen, eine Lösung für einen alten, 12 Jahre alten Fonds zu finden, wo Investoren Optionalität angeboten wird. Und was sind die großen Herausforderungen in diesen Transaktionen? Wir reden hier über Transaktionen, die 3 Parteien normalerweise haben. Einmal, sie haben die existierenden Investoren, sie haben die neuen Investoren und die Private Equity Manager. Und es funktioniert wirklich nur, wenn Interessengleichheit oder die Interessen von allen 3 Parteien berücksichtigt werden. Und wie managt man das? Sehr wichtig ist dabei Prozess. Es geht darum, hier den Konflikt zu bearbeiten, zu zeigen, dass man eine faire Preisfindung gefunden hat, oftmals durch Auktionsprozesse, die geleitet werden im Sekundärmarkt. Und dann das andere, das sehr wichtig ist, zu verstehen, was das unterliegende LPA aussagt zu der Transaktion, das dem befolgt werden kann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.